Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem ersten veganen Food Diary, generell mein erstes Food Diary. Ich wollte vorher einfach mal ein paar Worte loslassen, weil ich denke mal, dass sonst eh ganz viele Fragen kommen. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden, mich vegan zu ernähren und auch ein veganes Leben zu wollen und hoffe, dass ich das soweit alles ganz gut umsetzen kann. Am Anfang ist das, denke ich mal, noch so eine kleine Umstellung, aber ja, ich hoffe, dass ich das auch auf Dauer halt durchhalten werde. Wie es dazu kam, ganz einfach, ich habe mich halt einfach informiert. Sonst war es halt immer so, ich wusste, dass ein paar Dinge nicht so sind, dass ich sie eigentlich gut finde und unterstützen möchte. Habe aber das immer so ein bisschen ausgeblendet und hatte dann irgendwie so einen Anreiz, dass ich gesagt habe, okay, guckst du einfach nochmal und habe mich informiert und bin auf den, ja, ein bisschen schockiert gewesen in dem Moment, dass ich irgendwie die ganze Zeit ignoriert habe, was eigentlich so abgeht und bin jetzt eigentlich so ganz froh damit und ich hatte am Anfang halt so ein bisschen Angst und dachte so, naja, aber das ist voll schwierig und muss auf so vieles verzichten und irgendwie, ob ich das schaffe und ob ich dann überhaupt genug zu essen kriege oder was weiß ich und dass ich dann irgendwie Dinge vermissen könnte oder so. Und aber diesmal jetzt, also das war letztes Mal, als ich das versucht habe, schon nach ein paar Tagen so und jetzt geht es mir bis jetzt, es ist nun schon eine Woche rum. Und bis jetzt geht es mir super. Ich meine, eine Woche ist jetzt auch nicht so lange, aber ich habe noch nicht ein einziges Mal irgendein Problem gehabt und ich war so glücklich mit meinem Essen. Ich habe so viele neue Dinge kennengelernt und neue Sachen gekocht und habe irgendwie Essen generell komplett neu kennengelernt. Einfach weil ich, wenn ich gegessen habe, so richtig lange halt vorher gekocht. Ich meine, ich koche so auch, aber so habe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie länger Zeit gebraucht und mich auch mehr konzentriert aufs Essen machen und zubereiten. Und dadurch habe ich mich dann mega gefreut, wenn ich gegessen habe. Und ja, deshalb, ich habe euch einfach ein paar, ja, Rezepte und Sachen, die ich so gemacht habe, gezeigt, weil ich denke mal, das ist am Anfang. Ich habe mir halt auch von der Jess Vegan, wie ich euch dann auch noch erzählen werde, unter anderem ganz viele Food Diaries angeguckt. Und ich fand das halt total inspirierend, weil man halt sehen kann, was man nicht alles essen kann. Und was es nicht alles Leckeres in vegan gibt. Und deshalb dachte ich, vielleicht kann das so ein Anreiz sein und vielleicht gefällt euch das ja. Wenn euch das gefällt, schreibt mir das unbedingt in den Kommentaren. Dann mache ich das total gerne öfter, weil ich esse es ja eh, ob ich es euch dann zeige, was ich mir gemacht habe oder nicht. Das ist wirklich kein Unterschied und mich freut es, das mit euch teilen zu können. Und es wäre ganz schön, wenn ihr nicht unter den Kommentaren einen mega Hass-Diskussions-irgendwas ausarten lassen könntet. Weil ich bin der Meinung, jeder sollte selbst entscheiden, was er essen möchte und wie er sich ernähren möchte. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ja du, nur weil ich jetzt gerade anfange, mich vegan zu ernähren oder selbst wenn ich das länger mache, dass ich dann so jemand bin, der anderen die Fleisch essen, das unter die Nase reibt. Und ich finde, im Endeffekt ist es jedem selbst überlassen und deshalb wäre es ganz schön. Ihr könnt natürlich gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren lassen. Dazu sind sie natürlich da. Nur es sollte halt nicht unbedingt beleidigend ausarten. Und ja, dann wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei meinem Futter, was ich die letzte Woche so zu mir genommen habe. Morgen, das ist heute mein Frühstück und zwar habe ich mir hier mit unserem Entsafter, den ich mir geholt habe, drei Orangen entsaftet und das ist also quasi frisch entsafteter Orangensaft. Daneben habe ich einen Tee, der sieht ziemlich dunkel aus, ist eigentlich grüner Tee, aber der ist noch von gestern, deswegen, aber der ist noch heiß gewesen, weil er in der Thermoskanne war und deswegen trinke ich den jetzt noch. Und dann habe ich mir ja, Pfannkuchen gemacht, vegane Pfannkuchen. Und da musste Apfelsaft rein und den Apfelsaft, den habe ich mit Äpfeln auch selber entsaftet und da reingemacht. Und dann habe ich den Trister, also das, was übrig bleibt, diese Stückchen quasi, die sind bei mir noch relativ saftig. Also was ist halt eigentlich ein Kriterium dazu, dass der Entsafter nicht so super ist, aber ich wollte nicht so viel Geld dafür ausgeben. Und jetzt habe ich halt den Trister genommen und habe den mit in die Pfannkuchen gemacht. Ich weiß nicht, ob man das hier an der einen Stelle kann man das, glaube ich, so ein bisschen sehen. Da so ist ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist Orange. Und was habe ich dann Orange und Apfel in den Tresor dann noch mit reingemacht? Und ja, das Rezept dazu kann ich euch gerne in die Infobox packen. Und jetzt lasse ich mir das erstmal schmecken. Ey, das sieht so lecker aus. Und ich habe auch schon ein bisschen gekostet. Und das schmeckt auch ziemlich gut. Und ja, ich freue mich voll. Ich mir Mittag gemacht und wie man sieht, habe ich Kartoffelecken gemacht. Die habe ich einfach nur geschnitten, also die Schale abgemacht, weil es keine Bio-Kartoffeln waren. Und ja, dann mit ein bisschen Öl und ganz vielen Gewürzen, also Knoblauch, Salz, Pfeffer und Paprika und so in den Ofen geschmissen. Und das hierzu ist so eine Heinz-Soße irgendwie, so eine Barbecue-Soße, glaube ich. Und ja, die ist auch auf jeden Fall vegan, steht hinten zumindest nichts drauf, was dem
nicht entspricht. Und ja, das lasse ich mir dann schmecken. Mein heutiges Mittag, und das sind Kartoffelscheiben, die ich mit so Olivenöl und Rosmarin und so gemacht habe und Gewürz. Und das ist selbstgemachtes veganes Tzatziki, also mit veganem Sojajoghurt und Knoblauch und Gewürz und Gurke und Zwiebel. Und da hinten habe ich Rosenkohl und leider hatte ich keine Semmelbrösel mehr. Deswegen habe ich einfach Toastbrot genommen und das zerkrümelt. Ich hoffe, dass das schmeckt. Und das sieht voll gut aus. Oh. Ja, ich lasse mir das dann mal schmecken. Mein Frühstück, und zwar ist es einfach nur Sojamilch, also Vanille-Sojamilch, in der habe ich ein bisschen Schokopulver reingemacht und Haferflocken, deswegen ist das so Porridge-mäßig, ich glaube, dass das so heißt. Und dann, ja, halt Weintrauben und noch 3 Fläumchen. Und falls ihr meine Stimme hört, wie schlimm sie klingt, das liegt daran, dass ich unglaublich erkältet bin, deswegen mache ich momentan auch keine anderen Videos, weil ich einfach nicht so supi aussehe und mich auch nicht so fühle. Und ja, da hinten habe ich Salbei-Tee. Ich hoffe, der hilft mir, dass mein Hals ein bisschen weniger kratzt. Und ja, das versuche ich mir dann jetzt mal schmecken zu lassen und hoffentlich schaffe ich alles. Und da ist die Katze im Hintergrund. Mittag und Abendbrot gleichzeitig, weil ich noch kein Mittag gegessen habe. Und das sind Pommes, die habe ich im Ofen gemacht, deswegen sind die nicht so fettig, weil die halt einfach nur so ohne alles da drauf waren. Und Burgers, Und die Patties hier, die habe ich aus Kidneybohnen und Mais und so gemacht und Mehl und Haferflocken, glaube ich. Und halt Gewürz und so. Und dann habe ich hier noch Salat und meinen selbstgemachten Tzatziki und Gürkchen und unten Tomaten und ein bisschen Ketchup. Und ich hoffe, dass ich die irgendwie überhaupt in meinen Mund kriege, weil die sind sehr groß, wenn man meine Hand daneben sieht. Ja, mal gucken, ob ich die überhaupt schaffe, aber irgendwie muss ich die schon schaffen. Ich esse jetzt zum Frühstück Nougat-Bits mit Sojamilch. Ich glaube, das ist sogar Vanille-Sojamilch. Ja, ich bin mir sicher. Und ja, ihr müsst mal gucken. Also es gibt ganz viele Nougat-Bits, die zum Beispiel vegan sind. Es kommt halt drauf an, was drin ist, ist ja klar. Und ich kann euch unten mal den Peter 2 Einkaufsguide verlinken. Da gibt es eine super Liste drauf, wo man gut sehen kann, was alles vegan ist und was nicht. Und ich finde das halt super praktisch, wenn man sich da einfach vorher informieren kann oder wenn man im Laden ist, nochmal drauf gucken kann, um sich sicher zu sein. Jetzt Mittag gemacht und wir haben es jetzt, glaube ich, schon Nachmittag, aber ist ja egal. Und zwar habe ich so Nudeln gemacht, da sind so Spinat mit in den Nudeln, normale Nudeln und so Tomatennudeln und haben das mit ganz viel Gemüse, also Auberginen und Zucchini und Paprika, Mais, Tomate, alles mögliche angebraten und dann mit passierten Tomaten abgelöscht und gewürzt und ja, das sieht voll lecker aus. Und ich freue mich voll, das jetzt zu essen. Oh, und Mais haben wir reingemacht, falls ich das nicht gesagt habe, aber das sieht man ja. Und heute gibt es zum Mittag eine Gemüselasagne und wie ihr sehen könnt, sind da Karotten drin und Aubergine und Zucchini und Tomate und das war's und Zwiebeln und so. Und das hier oben, was so käsig aussieht, ist Hefeschmelz, also quasi eine vegane Käsealternative und ich bin voll gespannt, wie die schmeckt, weil es sieht auf jeden Fall sau aus nach Käse, es riecht nach Käse. Ich hoffe, dass es auch so schmeckt, das wäre total geil, ja. Und ist voll gut geworden. Ich freue mich total aufs Essen. Jetzt abends und ich habe mir gerade Waffeln gemacht. Und übrigens, um nochmal was von vorhin hinzuzufügen, dieser Hefeschmelz, den wir als Käse drüber gemacht haben, der hat richtig gut geschmeckt. Der hat wirklich geschmeckt wie Käse und hat das übelst abgerundet. Das war voll gut. Und jetzt haben wir vegane Waffeln. Also ich habe vegane Waffeln gemacht und das ist vegane Schlagfix-Sprühsahne. Und dann ein paar Früchte und hier habe ich auch noch Früchte drin. Und, oh, Schmackofatz. Ich sag voll gerne Schmackofatz im Moment. Ich glaube, in dem Video habe ich es noch nicht gesagt, aber oh, voll lecker. Ich freue mich richtig doll, das zu essen. Und meinem Freund schmecken die auch. Und der ist ja nun mal nicht Veganer, aber ja, schmecken ihm auf jeden Fall voll gut. Frühstück und das ist nicht spektakulär. Auch Katze muss das sein. Geh mal runter jetzt. Oh, Katze auf dem Schoß. Und zwar ist das Wilmersburger Käse. Und der ist vegan, also das ist nicht aus Käse gemacht und ich bin voll gespannt. Ich koste den jetzt mal, dann sage ich euch, wie das schmeckt. Boah, voll krass, das schmeckt übelst nach Käse. Das schmeckt irgendwie wie Gouda, finde ich. Oder so Butterkäse oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall übelst gut. Also, es schmeckt richtig authentisch nach Käse. Also, ich glaube, wenn ich das jemandem geben würde, der das nicht wüsste,
Der würde nicht merken, dass das eigentlich gar kein richtiger Käse ist. Voll krass. Ja, und dazu jedenfalls dann noch diesen Cremoso. Der ist auch voll lecker. Ich hatte erst voll Angst ein bisschen, dass der so nach... Weil ganz viele Soja-Joghurts haben ja so einen typischen Soja-Geschmack. Also halt so nach Soja. Und der, aber überhaupt nicht. Also den finde ich voll lecker. Der schmeckt halt einfach nur nach Apfelstrudel. Das ist, als wenn man flüssigen Apfelstrudel löffelt. Das ist richtig lecker. Ja, und ich lasse mir das jetzt dann schmecken. Ich wollte euch nur wegen dem Käse sagen, ob der schmeckt. Und der schmeckt auf jeden Fall voll gut. Ich freue mich gerade richtig dann auf den Pizzakäse, den ich noch gekauft habe. Den gibt's nämlich übrigens bei Kaufland zu kaufen. Da war ich nämlich gestern. Kaufland hat eh ein total tolles Sortiment, finde ich, an veganen Sachen. Und den gibt's da und dann noch, glaube ich, andere Geschmacksrichtungen und diesen Pizzaschmelz, den man da so rüber macht. Also so ein Streuselkäse, so Pizzakäse. Boah, voll gut. Dann kann ich jetzt auch irgendwie eine Pizza futtern und alles und ich freue mich. Das ist heute mein Abendbrot. Zum Mittag habe ich heute nur den Rest der Lasagne gegessen und das ist eine selbstgemachte Pizza und die ist riesig, weil das ist so ein großer Teller. Und ja, wir haben den Teig, also das war so eine Fertigmischung für den Teig. Haben einfach nur noch Wasser und Dings dazu gemacht, aber da war halt nichts drin in dem Teig. Und ja, dann haben wir selbst eine Soße gemacht aus passierten Tomaten und Oregano und Salz, Pfeffer und Gewürz, Knoblauch, was nicht alles halt so reinkommt. Und dann habe ich hier grüne Paprika, ganz, ganz viel Mais, Tomaten und so Knoblauchstückchen. Und ja, dann habe ich noch den Wilmersburger Käse drauf gemacht, diesen Pizzaschmelzkäse. Und ich finde, der sieht richtig gut aus. Und wenn der so gut schmeckt wie dieser Scheibenkäse von heute Morgen, dann kann das nur gut werden. Und ja, ich freue mich da ganz doll drauf, das jetzt zu essen. Ja, das ja, war das mein erster Food-Diary. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne in den Kommentaren da. Ob ihr sowas gerne öfter sehen wollt, ob es auch Inspiration bietet. Oder ihr sagt mir, bei dir muss es sein. Es ist ein bisschen länger geworden, aber trotzdem. Hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Unter mir könnt ihr euch jetzt von der Just Vegan Lifestyle und Kira Lamare, die auch beide vegane gerne lernen. Also Just Vegan Lifestyle schon sehr lange. Und Kira ist auch schon eine Weile. Die haben auch beide eine Food-Diary gedreht. Und die habe ich euch auch verlinkt. Weil noch mehr leckeres zum Angucken und deshalb guckt unbedingt vorbei. Das sind zwei unglaublich interessante und liebe Menschen. Und ich glaube, die brauchen unbedingt ein paar Abos mehr. Weil die haben eigentlich teilweise bessere Videos als ich. Das ist traurig, aber wahr. Neben mir könnt ihr mich abonnieren und seht alle meine Social Media Links. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.